Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Clash Royale. Und ja, Leute, ihr seht es wahrscheinlich schon unten an dem Symbol. Es ist ein Update rausgekommen. Und es gibt hier ganz viele Sachen, Herausforderungen. Ich werde euch jetzt noch mal ein bisschen alles zeigen, was es hier auch im Shop Neues gibt. Und ja, Leute, würde ich sagen, starten wir gleich. Also, wir fangen an mit den Herausforderungen. Es gibt verschiedene Herausforderungen und ja, hier kann man mal auf das Fragezeichen gehen. Mehr Siege, größere Preise. Mit jedem Sieg bei einem Herausforderungsturnier wird dein Preis größer. Nach 12 Siegen erhältst du den Hauptpreis. 3 Niederlagen und du bist raus. Nach 3 Niederlagen endet deine Herausforderung und du erhältst deinen Preis. Und der Preis ist, man kann hier, wenn man die Teilnahmegebühr 100 Juwelen macht, und gewinnt diese Herausforderung, dann kriegt man 22.000 Gold und 1.100 Karten. Und wenn man halt, wie eben schon gesagt, dreimal rausfliegt, dann kriegt man halt nur diese 1.400 Gold und 20 Karten. Aber die sind sicher, die kann dir dann keine mehr nehmen, wenn du dieses Turnier gekauft hast. Und es gibt auch noch eine kleine Herausforderung für 10 Juwelen. Ja, das können wir vielleicht auch irgendwann mal machen, muss ich mal schauen. Und ja, Leute, hier geht's halt weiter wieder mit den Turnieren. Ich bin gerade in einem Turnier und ja, das ist schon extrem krass mit den Herausforderungen. Ich zeige euch hier noch was im Shop. Es gibt jetzt immer eine Sonderangebotsbelohnung. Man kann hier sich für richtiges Geld, also muss richtiges Geld ausgeben für das Spiel. Ich sag mal, für die Leute, die kein Geld dafür ausgeben, ist das natürlich nichts. Aber für die Leute, die immer mal wieder so 10, 20, vielleicht mal 30 Euro ausgeben, ist das richtig geil. Also, ein Angebot aus Arena 7, das du verpasst hast. Starterpaket Königliche Arena. Aber wir müssen irgendwann mal warten, bis ein Angebot kommt von Arena 8, weil ich bin ja in Arena 8. Und es sind natürlich auch neue Karten draußen, Leute. Die zeige ich euch auch mal. Das ist hier nämlich der Mega-Minion. Schaut euch ihn mal an. Minion kennt man ja, verursachen viel Schaden, wenn sie nicht durch Pfeile oder Sepp zerstört werden. Und aber dieser, das ist nur ein Minion. Aber ihr seht schon mal Trefferpunkte. Das ist ja viel mehr als die normalen Minions. Ich zeige euch mal hier. Normale Minions, wo sind sie? Hier haben wir sie. Da, die haben ja nur 173. Also es ist ja nix, der ist der. Und wenn man den mal hochgepusht hat, diesen Mega-Minion, dann ist der ja überragend. Ich lese mal vor, was da steht. Ist stark gepanzert und kann fliegen. Was wohl seine Schwäche ist? Cupcakes. Das verstehe ich nicht, Leute. Wenn ihr es wisst, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Aber ich bezweifle mal, dass ihr es auch checkt. So. Also, es sind natürlich... Der attackiert halt alles, also wenn man den, man kann den ja zum Beispiel in Kombination mit einem Riesen machen, also erst den Riesen setzen und danach setzen, dass das dann halt drauf geht. Also, hier haben wir den Funky. Ich habe auch bei einem schon mal gesehen, dass der so ein Angebot hatte mit 100.000 Gold und so einer legendären Karte. Aber wir schauen mal kurz an, Leute. Also 1.200 Juwelen. Was kosten die im Shop? Sie kosten 9,99 €. Also hat man allein schon mit diesem Angebot, hätte man schon allein die Juwelen drin. Dann kriegst du noch 10.000 Gold. Was würden die kosten? 500 Juwelen. Kosten 5 Euro. Also wären wir schon mal bei 15 Euro. Dann kriegt er noch eine super Magietruhe aus Arena 7. Wo vielleicht eine legendäre Karte drin sein wird. Und das ist die hier. 19 episch, also es ist eigentlich relativ wahrscheinlich. Dann kriegt man nochmal so 3.500 bis 4.000 Gold ungefähr. Und 19 epische Karten. Natürlich hofft man dann auf eine legendäre. Aber was würden denn 4.000 Juwelen kosten? Leute, wenn man das so hochrechnet, dann kostet das ungefähr so 30, 35 Euro. Also 30, 35 Euro plus 15 sind wir bei 50 Euro, wenn man das einzeln kaufen würde. Und das ist schon übelst krass. Und du kriegst es hier einfach für 9,99 €. Also das ist natürlich krass. Allerdings, es gibt keinen Nachteil, nur es ist so, wenn man das einmal kauft an einem Tag, dann kann man es sich nicht mehr kaufen. Also wenn du jetzt sagst, da ist eine Legendary Chest dabei. Das ist jetzt auch eine neue
Droh, da ist einfach nur eine legendäre Karte drin. Und jetzt sagst, jo, ich will jetzt, Geld spielt bei mir keine so große Rolle, ich kaufe mir einfach mal 50 mal dieses Angebot, damit ich 50 legendäre Karten krieg und halt eben das Gold, um sie zu upgraden. Dann geht es nicht, weil das kannst du pro Tag nur einmal machen und dann halt wieder, wenn dann um 0 Uhr, wenn der neue Tag losgeht. Also das ist schon extrem nice, allerdings für die Leute, die kein Geld in das Spiel investieren, ist es natürlich jetzt nicht so toll, aber für die, die ausgeben, müssen auf jeden Fall mal machen. Und man muss es ja nicht immer machen, man kann es ja auch einmal in ein paar Monaten machen. Man muss ja nicht so viel Geld ausgeben, das mache ich ja auch nicht. Und ja Leute, das war mal alle Neuerungen hier, was es hier bei Clash Royale gibt. Und ja, ich würde sagen, das war's auch mit diesem Video. Und ja Leute, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Ich habe euch jetzt mal einfach so gezeigt, was es ist. Ich schaue mal noch kurz in den Clan. Freunde, das kann man sich bei Facebook verbinden. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Und ja, alle sind eigentlich relativ gut, die ich kenne. Die ersten vier kenne ich, Phil, Nico, Vinci und ich. Und ja, Leute, das war's mit dieser Folge von Clash Royale. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Leute, ich bin gerade in einem Turnierkampf drin, weil ich mir gedacht habe, mache ich halt noch einen Turnierkampf. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt hier auf diese Zeichen gehe, ich kann dem Gegner hier die Symbole senden. Und hier gibt es so ein Chrom-Symbol, das durchgestrichen ist. Das heißt, das bedeutet, dass der Gegner ihm keine Nachrichten senden kann, also mir. Also das heißt, wenn manchmal die Gegner aufregen mit verschiedenen Sachen, wie wenn sie immer so weinen, wenn sie einen Turm haben, das regt richtig auf, Leute, ihr wisst das. Und das finde ich schon richtig nice und das mache ich jetzt auch gleich mal. Ach, man kann es auch wieder freischalten, also. Ah, das ist ja auch geil, man kann es freischalten. Also das müssen wir dann alles mal testen in einem normalen Kampf. Okay, er hat hier seinen Elixiersammler, jetzt kann ich das hier. Okay, ich hätte jetzt erwartet, dass. Ja, okay, dann kann ich es down. Das ist nice, Leute. Ich nehme jetzt einfach noch diesen Kampf mit rein. Es ist ja ein Turnierkampf, den kann man schon mal zeigen. Also, ist ja jetzt nichts Schlimmes. Jetzt bin ich schnell an den Schweinereiter dran. Also, Leute, ich finde dieses Update von Supercell richtig geil. Also, ihr könnt es ja auch mal in die Kommentare schreiben, aber ich gehe mal auf den zweiten Turm. Also, ich finde es richtig nice, was die sich da einfallen haben lassen. Ja, mega geil. Also, Leute, wenn ihr das nicht feiert, dann seid ihr keine gescheiten Clash Royale-Fans, weil das ist ja mega geil. Ah, ich dachte jetzt nicht, dass der hier noch seine. Okay, wir gehen jetzt mal auf den zweiten Turm. Ja, das. Okay, seinen zweiten Kling, also wir müssen uns schauen, dass er jetzt uns hier nicht auf drei Kronen zerstört, denn mit den anderen Tower sollten wir relativ locker kriegen. Okay. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Sonst kann das hier ganz leicht wieder auf. Okay. Also Leute, wir haben diesen Kampf hier gewonnen. Gutes Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob er das gesehen hat, weil ich ja. Ah, sieht ihr. Da oben sieht man, er hat mir gerade was gesendet und ich konnte es nicht sehen, weil ich es nicht aktiviert habe. Und ich finde es richtig geil, diese Animation hier mit den neuen Kronen. Also wenn man jetzt einen Kampf gewonnen hat, wie viel Türme man down hat, finde ich richtig geil. Also Leute, jetzt verabschiede ich mich aber wirklich von euch, welche bin ich im Turnier. Ich habe auch noch nicht so viele Kämpfe gemacht. 75, das ist schon in Ordnung, Leute. Also Leute, das war's mit dieser Folge von Clash Royale. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.